Schön oder hässlich, in vielen Projektsgenehmigungsverfahren, sei es nun bei Windkraftanlagen, bei Starkstromleitungen oder auch bei Seilbahnen, geht es um die Frage, wie weit sich ein Projekt in die Landschaft einpasst oder ob es die Landschaft verschandelt. Diese Frage spricht den Schutz der Landschaft und des Landschaftsbildes in den österreichischen Naturschutzgesetzen an und darum wird es heute gehen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Paul Reichel von der Umweltrechtskanzlei Niederhofer und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Heute geht es um den Schutz der Landschaft und des Landschaftsbildes in der österreichischen Rechtsordnung. Das Landschaftsbild und die Landschaft sind geschützt in den Naturschutzgesetzen der Bundesländer. Historisch betrachtet ist es so, dass die Naturschutzgesetze eigentlich ursprünglich genau dafür erlassen wurden. Der Schutz der Landschaft und des Landschaftsbildes ist seit Anbeginn ein wesentlicher Schutzgegenstand so gut wie aller österreichischen Naturschutzgesetze. Der Schutz der Tiere und der Pflanzen war von Anfang an eher noch in Spurenelementen vorhanden und kam eigentlich dann viel später erst prominenter hinzu. Worum geht es also nun? Beim Schutz der Landschaft und des Landschaftsbildes geht es im Wesentlichen zunächst um das ästhetische Empfinden des Betrachters, wie sich ein Projekt in die Umwelt, in die Landschaft einpasst. Hier stellt sich nun zunächst einmal die Frage, wie eigentlich ein sehr stark subjektiv geprägtes Empfinden eigentlich rechtlich operationalisierbar gemacht werden kann. Wesentlich für die Beurteilung eines Eingriffs in das Landschaftsbild ist zunächst, dass das Landschaftsbild von jedem möglichen Blickpunkt, egal ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft zu betrachten ist. Unerheblich ist dabei zunächst, ob diese Punkte für viele Personen einsichtig sind oder nicht. Ein zweiter wesentlicher Aspekt sind projektsimmanente Minderungsmaßnahmen. Wesentlich ist, dass der Eingriff in die Landschaft sehr gut auch kompensiert werden kann, indem zum Beispiel alte Stromleitungen oder alte Seilbahnanlagen abgebaut werden können. So geht es dann rein nur darum, dass die positiven und negativen Beurteilungen und Bewertungen eines Projekts in die naturschutzfachliche Bewertung einfließen.